Ja, herzlich willkommen heute zur Lesung der Bücherei St. Marien. Wir feiern heute 20 Jahre Bücherei, eine Kooperation der Pfarrer und der Gemeinde. Und wir begrüßen heute auch einen österreichischen Autor, einen Superautor in Alfred Komarek, der heute aus fünf Büchern Polt lesen wird. Ich habe meinen ersten Kriminalroman geschrieben, da war ich etwas über 50, das heißt sehr spät. Und die Kriminalromane machen nicht mehr als 10% meiner Bücher aus. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich quer durch die Wiese geschrieben. Radiosendungen, Fernsehsendungen, kurze Geschichten, sehr viele Sachbücher, viele auch zum Thema Österreich. Jetzt zum Beispiel auch wieder das Drehbuch für ein Universum über das Ausseerland. Ich versuche eben nicht so Scheuklappen zu kriegen und nur mehr ein Genre zu schreiben. Und dann bei den Kriminalromanen ist es mir passiert, dass ich sehr geschwind ein Etikett bekommen habe. Die hat gesagt, aha, das ist der mit den Krimis. Es ist jetzt Herbst, das heißt Zeit der Weinlese. Der Most kommt in den Keller, in das Fass. Dort fängt er an zu gären. Zucker verwandelt sich in Alkohol. Und bei diesem Prozess entsteht Gärgas. Gärgas ist Kohlendioxid, schwerer als Luft, steht wie ein See unten im Weinkeller, steigt, steigt, steigt. Und irgendwann ist es in Mundhöhe und dann wird es lebensgefährlich. Ich habe es natürlich ausprobiert, weil ich muss die Todesorten ja kennen, die ich da beschreibe. Und habe oben zwei stämmige Weinbauern hingestellt, habe gesagt, wenn ich da mal rauf mit mir. Ne? Und es ist wirklich so, man hat einen Augenblick, ganz kurz eine Atembeklemmung, man riecht nichts, man spürt nichts. Und im nächsten Moment ist man schon am Umfallen. Und dann geht es langsam, aber sicher. Man erstickt erst einmal und dann bleibt das Herz stehen und dann setzt das Hirn aus. Und irgendwann ist man endgültig tot. Ja, und jedes Jahr gibt es Gärgasunfälle aus vielen verschiedenen Gründen. Natürlich Leichtsinn, Alkohol ist natürlich auch im Spiel. Aber in dem Fall, im ersten Roman, wird auch ein toter Mann in einem mit Gärgas gefüllten Weinkeller aufgefunden. Glaubt der Polt nicht recht an einem Unfall. Tags darauf besuchte der Gendarm gegen Mittag Grete Hahn, ohne genau zu wissen, was er von ihr erfahren wollte. Er stutzte, als er sah, dass sie ein schwarzes Kleid trug, wie damals beim Begräbnis. »Ich war heute früh beim Notar, Herr Inspektor, und ich habe schwarz für angebracht gehalten. Immerhin bin ich eine trauernde Witwe.« »Ja, aber da halbwegs eine, für die gesorgt ist, oder?« »Was reden Sie von halbwegs, mein Lieber? Mein unnachahmlicher Ehegemahl hat mich zwar auch in seinem Testament beschimpft und verhöhnt, aber er hat mich zu einer wohlhabenden Frau gemacht. Wirklich wohlhabend. Mir ist im ersten Augenblick die Luft weggeblieben.« Polt nickte zufrieden. »Es geht mir nichts an. Aber wenn Sie mir sagen wollen, wie soll es denn weitergehen?« »Ah, Sie meinen mein Leben als lustige Witwe. Und vielleicht geht es im Gefängnis weiter, weil ich einen dieser rotgesichtigen Weinschädel von Nachbarn dazu gebraucht habe, einen Gärgasunfall zu inszenieren, damit ich endlich erben kann. Stand ja jede Menge auf dem Spiel. Ja, und möglicherweise ist auch mein romantischer Liebhaber, dieser Affe von Svoboda, nur ein Werkzeug meiner Hände gewesen. Aber am besten käme ich jetzt als Unschuld vom Lande davon, die jeder dahergelaufene Prinz haben will, weiß ich es jetzt ordentlich auszahlt.« »Wissen Sie, was Ekel ist, Herr Inspektor?« »Ich glaube schon«, sagte Polt, unbehaglich. »Aber Sie meinen wohl was Schlimmeres.« »Ich werde irgendwie damit leben müssen. Und kein Geld der Welt macht es mir leichter.« Ja, meines Wissens ist ein Gärgasunfall in der Kriminalliteratur eine Premiere gewesen. Es sind zwar natürlich Leute durch Giftgas ums Leben gekommen, aber noch nicht in einem Weinkeller durch dieses wirklich sehr heimtückische Gas erstickt. Und ja, und es war natürlich auch ein Mord, der sehr viel mit der Gegend und mit Wein zu tun hat, insofern für mich gerade recht. Ich habe ein einziges wirkliches Talent und das ist, ich kenne meine Texte sehr gut.
Und ich versuche Ihnen, es gibt ein Buch Spätlese, wo sehr, sehr alte Radiotexte drin sind. Und da bin ich draufgekommen, es gibt eigentlich Krimis, die haben 17 Seiten, sind aber auch Krimis. Und einen solchen versuche ich Ihnen jetzt vorzulesen aus dem Kopf. Wenn es schief geht, verzeihen Sie mir. Schmidt Gumpel kam eines Abends nach Hause, wusch sich den Russ vom Leibe, küsste verlegen seine Frau und war sehr traurig. Auf dem Heimweg war er nämlich einer schönen Zauberin begegnet. 7 bunten Sünden und einer blauen Blume. Und nun dachte Meister Gumpel an die Poesie, den Hammer, den Amboss, er mochte sie nicht mehr sehen. Da las man von Kirschroten Märchen und er. Dem Schmied ward weh ums Herz. Und als er so Gedanken um Gedanken vor sich her wälzte, kam ihm eine Idee. Mit einem heiseren Aufstöhnen stand er auf, rannte in die Schmiede, fachte Feuer, glühte Eisen, arbeitete die ganze Nacht. Als der Morgen graute, ging Frau Gumpel munteren Schrittes in die Schmiede, zum Schmied. »Schau, Frau, was ich geschaffen habe«, rief er stolz und hielt ihr ein wahres Ungetüm von Rose entgegen, aus feinstem Eisen geschmiedet. »Was bist du doch für ein Trottel«, sagte Frau Gumpel. Da nahm er, Schmiedemeister in Sulzbach ob der Breicher, die Rose und erschlug seine Frau. Kommen Sie nicht auf Ideen heute noch.